Hallo und herzlich willkommen zum Türchen der Liebe, heute schon am 19. Dezember. Ich habe wieder ein mieses Date für dich. Heute brauche ich dringend deine Meinung, weil ich habe in meiner Datingphase ein bestimmtes Verhalten von ganz speziellen Männern beobachtet. Und das möchte ich dir jetzt vorlesen. Ralf. Aus meinem Buch 100 miese Dates und die Suche nach der Liebe, eins von 6 Beziehungsbüchern, 100% ich, das Buch für die Persönlichkeitsentwicklung, findest du alles bei Amazon oder auch in Buchhandlungen oder natürlich auf meinen Webseiten nadine-kretz.de oder beziehung-management.de. Frau in Rot für die Liebe. Ralf rief mich Mittwochnachmittag an. Ich war auf der Arbeit und konnte nicht ans Telefon gehen. In einer freien Minute schrieb ich ihm eine Nachricht. Wir telefonieren heute Abend. Seine Reaktion war überwältigend. Weil ich ihm nicht auf Abruf zur Verfügung stand, beleidigte er mich als eingebildete Diva. Einen solchen Umgang war ich leider schon gewohnt. Ich verabschiedete mich freundlich und schickte ihn in die Steinzeit zurück, wo er hergekommen war. Lag es am Zufall, dass ich so ein Verhalten bisher noch in keiner anderen Stadt kennengelernt hatte? Dabei war Düsseldorf doch sonst wirklich so schön. Das ist wirklich interessant, weil ich festgestellt habe, dass die Düsseldorfer Männer in der Tat ein bisschen spezieller sind. Ich weiß nicht, ob es an dem Klientel liegt, weil vielleicht doch der ein oder andere etwas gut betuchtere Mann dann auch gerne so ein Püppchen hätte. Und das war ich auf jeden Fall nicht. Dennoch muss man sagen, dass bei dieser Konstellation ja auch eine Win-Win-Situation hergestellt werden kann. Frauen, die auch nur auf das Geld aus sind und dann einen Mann haben, der ihr die Kreditkarte überlässt, dafür muss man dann eben auch eine Leistung erbringen. Sei es in der horizontalen oder vielleicht eben auch, indem man sich Dinge sagen lässt, die vielleicht nicht ganz so nett sind. Win, win. Der Mann hat dafür dann die Frau, die er möchte und dafür und kann sie auch behandeln, wie sie möchte und dafür zahlt er halt eben. Ja, die Frage an dich ist, hast du diese Erfahrung auch schon gemacht? Vielleicht bist du aus der Nähe von Düsseldorf oder vielleicht hast du einen Düsseldorfer Mann schon getroffen und gedatet. Ist es bei den Münchnern vielleicht genauso oder sind die anders unterwegs? Welche Spezifikationen gibt es in der einzelnen Stadt? Lass es mich doch gerne unten mal wissen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Rheinländer grundsätzlich schon mal offener sind als zum Beispiel die Hessen. Ein starkes Kriterium, sich vielleicht doch eher in dem Rheinland aufzuhalten. Aber ist es wirklich so messbar und kategorisierbar oder ist es einfach nur Zufall? Sag mir mal, wie deine Erfahrungen sind oder vielleicht auch von den Frauen. Vielleicht, also wenn du jetzt als Mann zuschaust, sag mir doch mal, wie sind denn so die Düsseldorfer Mädels drauf oder die Stadtmädels im Vergleich zu den Dorfmädels? Eine interessante Theorie, die eben auch dafür sorgen kann, dass Partnerschaften funktionieren oder eben nicht funktionieren. Weil die Charaktere sehr unterschiedlich sind und dann passt es einfach nicht. Oder es passt dann eben gerade doch. Ich möchte natürlich dazu sagen, dass nicht alle Düsseldorfer so sind, sondern dass das halt vereinzelt vorkommen kann und dass es mir aber hier aufgefallen ist und woanders eben nicht. Also man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ja auch klar und das weißt du ja auch selber. So, nichtsdestotrotz, ich bin gespannt. Das heißt, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon gemacht hast. Hol dir mein E-Book, falls du das auch nicht schon gemacht hast. Und bleib auf jeden Fall dran. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Öffne dein Herz für dich. Und so kannst du auch mehr Liebe in die Welt bringen. Das würde ich mir wünschen für dich, dass du einen Partner oder eine Partnerin findest. Und für uns alle mehr Liebe in dieser Welt. Daumen hoch, Abo und bis dann. Tschüss.